Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Video. Wir machen weiter mit der Hauptquest, das Wrack. Wir sollen einmal mit Wacker sprechen, ist auf der Map markiert. Falls ihr das Problem habt, dass ihr nicht mit eurem Raumschiff wegkommt, genau daran liegt es. Ihr müsst erstmal diese Hauptquest abschließen, damit ihr wieder rauskommt. Ohne das kommt ihr nicht weg. Ich hab's probiert, es geht nicht. So. Wacker, was geht? Sag mal, wegen des NAV-Computers und deiner Reparaturen, wie viel schulde ich dir? Okay, wir sind doch Freunde. Das kommt später. Freunde? Würde ich nicht sagen. Doch würdest du, weil ich hier einen EML-850-kompatiblen NAV-Computer für dich habe. Und da ich weiß, was ich tue, ist er gratis. Ach, wo ist der Haken? Kein Haken. Es gibt da dieses alte, unter Amberin begrabene Wrack, voll mit kompatiblen Teilen. Das wurde noch nicht leergeräumt? Naja, wir haben es versucht. Der Wind frischte auf und nicht alle von uns haben schicke Gleiter. Dann stürzt ein Teil ein und jetzt kommt man nicht mehr ran. Ach, kann ich mir nicht einfach einen von einem Pike-Kreuzer holen oder so? Nicht möglich. Die Bahnbrecher ist ein Eigenbau. Sachen von der Stange tun's da nicht. Du hast Glück, dass ich mich an das Wrack erinnert habe. Und noch mehr, dass ich einen Plan habe. Ich brauche nur einen Klasse 11 Energiekern. Und woher genau soll ich so einen nehmen? Von überall her. Zum Beispiel aus imperialen Anlagen. Wir haben es kaum lebend aus dieser Raumstation geschafft. Willst du mich hinter Gitter bringen? Ich versuche nur, dein Schiff zu reparieren. Gern geschehen. Und stirb nicht, ja? Danke. So, neue Quest, das Wrack. Hallo. Sollen angeblich großartige Schatzsucher sein. Aha, interessant. Und für die Information brauchen die aber nicht. Wie sollen zur imperialen Kommunikationsstation und die ist hier oben. Da war ich noch gar nicht. Ja, reisen die einfach hier. Und hier haben wir es näher. Heats. Das ist unsere Maschine. Wie wär's mit einer Spritztour? Ab geht's! Ui! Ah, ich hätte mal beschleunigen sollen. Egal, das nächste Mal. Aus dem Weg, die kleinen Viecher. Oh mein Gott. Knapp. Mal kurz gucken, ob wir richtig sind. Wir hätten es auch abkürzen können, aber egal. Kürzen wir es jetzt ab. Das sieht gut aus. Die Imperialen jagen uns auch nicht. Das finde ich sehr gut. Galaktisches Imperium. Nicht schlimm. Links halten. Zugangsbeschränkter Bereich. Okay, war klar. Hier sind sogar... Nee. Hier sind sogar Verteidigungs-Droiden. Sagt man das so? Dann gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Oh shit. Ich glaube, die werden uns nicht sehen. Die könnten uns sehen, wir können aber hier rein. Vielleicht gibt es hier irgendwo die Möglichkeit, da reinzukommen. Sag dir, sieht es gut aus? Yes. Vergrifft. Das sind doch viele. Kann ich die währenddessen attackieren? Komm, ihr sollt sterben. Haben.
Und ciao. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ist es in Ordnung für dich? Wenn wir es einfach so dabei belassen? Da gerade jemand? Nee. Greifst du mich an? Nö. Okay. Sehr gut. Okay, hier komme ich nicht hoch anscheinend. Komme ich auch nicht hoch. Wie der mich anschaut. Das hat mir nichts gebracht. Feuert. Das hat mir gar nichts gebracht. Gut, nicht vergessen. Ein Klasse 11 Energiekern. Alter. Er ist vermutlich in einem Ingenieurbereich, an einem sicheren Ort. Such nach einem Büro oder einem anderen Raum. Ich kann sie nicht auseinanderhalten. Hier komme ich gar nicht durch. Okay, wir schauen nochmal da. Ob es hier doch einen Weg gibt. Bro, chill. Hallo. Greift er uns jetzt an? Diesmal greift er uns an. Oh. So, hier gibt es einen Weg. Ich hab's gesehen. Gut, dass wir nochmal zurück sind. Oh. Und ab geht's. Rüber. Zack. Es gibt immer einen Weg rein. Ob es einen Weg raus gibt, weiß ich nicht. Aber rein gibt es auf jeden Fall einen Weg. So viele wie wirklich down hauen. Das Outer Rim hatte ich mir anders vorgestellt. Bam, bam. So, wohin müssen wir überhaupt? Rüber, gell? Räumen wir hier mal auf. Ist das ein Scharfschützengewehr? Ja, das Imperium wird siegen. Ja, tatsächlich. Und zack. Alle weg. Oh. Was? Nein. Das war nicht gut. Alles normal. Der neue Hauptmann ist total überflüssig. Der ist nie da, wenn man ihn braucht. Manchmal packt dich der Wind so heftig, dass du denkst, du wärst... Lauf mal schneller. So, hier ablenken. Leg los, Nix. Was war das? Komm, 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 komm. Ablenken. Los, lenk sie ab, Nix. Ja. Sehr gut. Was mit dem ist, keine Ahnung. Angreifen. Zum Angriff, Nix. Bam. Nein! Oh mein Gott, das war so knapp. Oh mein Gott. Ja. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Okay, zack, zack, zack. Zack. Das hier. So. Jetzt passt es.
Da sind noch einige Gegner, die kriegen die aber gleich weg. Und dann wird es ein Kinderspiel. Hauen wir die beiden weg, wo wir später Stress bekommen. Bestätigt. Sobald ich sie sehe, eröffne ich das Feuer. Mit einem Gleiter über so eine Landschaft. Oh, sind aber weniger. Okay, legen wir erstmal mit dem hier los. Irgendwie finde ich es geil. Dass man überall rein sneaken kann, finde ich cool. Komm doch. Ja, auf der Kernwelt hättest du es überlebt. Hier wirst du jetzt sterben. Okay. Bam, bam und bam. So, angreifen. Na gut, Max. Hol sie dir. Zack, zack. Schau. Und der letzte. Oh, diesen kleinen Ratten. Ekelhaft. Nice. Jetzt können wir ganz gechillt hier hin und her laufen. Frage ist, wohin führt das? Das hier. Von in die Anlage oder was? Das sieht aus geil. Wie ein Maschinenraum. Oh mein Gott. Aber nur zwei, gell? Muss ich eigentlich schnell rasieren? Wir lenken einen ab. Zeit für eine kleine Schauanlage. Das war eine falsche Ecke. Das war die falsche Ecke, mein Lieber. Oh mein Gott. Die hat's gar nicht gesehen. Jawohl. Das war ja geil. Oh, weg wieder zu. Alles klar. Oh mein Gott. Was machen wir jetzt? Das sind so viele Leute. Das ist ein Energiekern. Bring mir das? Das backt da nix. Vielleicht brauchen wir nur das. Das war falsch. Das hier. Geh und hol das Bagda. Wieder falsch? Ja, das war wieder falsch. Das Ding brauchen wir. Aber ich krieg das nicht. Das nicht, Leute. Ich muss da rein. Lenk sie ab, Nix. Warte, anschalten, Nix, hier. Du bist am Zug. Nice. Klasse, jetzt haben wir es. Perfekt. Okay. Eigentlich könnten wir schon wieder raus. Oder wollen wir hier? Nee, wir gehen raus. Das war eine geile Aktion. Ohne Stress. Jetzt können wir auch genau auf demselben Weg zurück. Genau, ein bisschen rennen. Easy. Alles richtig gemacht. Sehr schön. Boah, macht mich das gerade glücklich. Das war die geilste Mission bisher. Also alles schön reibungslos abgelaufen. Das macht einen glücklich. So, C. Wir müssen runter. Mal. Jawohl. Müssen hier erstmal raus, damit wir weg können, oder? Oder kann ich jetzt schon teleportieren.
Mal. Ja, es geht. Wir sollen zum Schiffswrack. Ja, dann würde es Sinn machen, dass ich wieder hier hingehe und von dort zum Schiffswrack fahre. Gut festhalten. Let's go. Jetzt aber. Oh, toll. Gelegt. Warte mal, Upe. Race vor links. Obwohl, der kann ja von rechts, gell? irgendwie fahre ich jedes Mal falsch, Leute. Könnte ich vielleicht hier durch? Ich glaube eher nicht. Umdrehen. So, einmal kurz schauen. Wir müssen zurück. Ja, so und dann nach rechts. Und danach links. Sieht doch schon mal besser aus. Wenn Wacker recht hat, bedeutet das, dass uns die Bahnbrecher überall hinbringen kann. Dann landen wir unseren großen Coup und haben ausgesucht. Es war ein langer Weg aus dem Arbeiterviertel, Kumpel. Aber jetzt geht es nur noch bergauf. Hier irgendwo, oder? Meter. 20 Meter. Hier soll vielleicht zu finden sein. Ja? Du musst nur durch das Labyrinth aus Gängen, über uralte Trümmer klettern und hoffen, dass das Ganze nicht über dir einstürzt. Ah, Kinderspiel also. Hey, wo denn? Hier ist auch irgendwas, gell? Was greift mich an? Was greift mich an, Leute? Was ist irgendein Tier? Ist hier jemand? Was ist das? Ist das ein Ei? Ist auf jeden Fall eine Truhe. Na dann. Ah! Oh mein Gott. Oh. Jawohl. Schmuckstück Niete. Noch was hier? Nö. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Hier ist der Eingang. Oh. Tatsächlich ein Tier. Das nicht so einfach stirbt. Oh mein Gott. Alter, was? Wieso ist er so stark? Also, dieser NAV-Computer, der sollte leicht zu finden sein. Ja? Du musst nur durch das Labyrinth aus Gängen, über uralte Trümmer klettern und hoffen, dass das Ganze nicht über die einstürzt. Muss ich die Truhe nochmal looten? Kinderspiel also. Komm schon, komm schon. Alles klar. Hauen wir direkt ab. Das ist zu gefährlich. Wusst du gar nicht, dass sie so stark sind. Hier rein. Oh, nicht rein. Entschuldigung, wie bitte? Darüber kommst du zum Wrack. Ah, okay. Okay, Temposchub aktivieren, sonst geht's nicht. Verstehe. Ich fahr einfach mal. Hier gibt's eh nichts zu looten irgendwie. Man erkennt schon diesen Standardbereich, wo man einfach durchfahren soll.
Jetzt wird's langsam interessant. Denken wir mal aus. Hier mal. Wacker, ich bin da. Was jetzt? Also gut. Installier den Energiekern und bearbeite ihn mit deinem Ionenblaster-Modul. Damit sollte die Tür einfach aufgehen. Der Kern kommt wohl hierhin? Schalten wir den Kern. Hier, eher anschießen, oder? Er hatte recht. Oh, wow. Sieh sich das einer an. Alter. Wacker, ich bin drin. Beeindruckend, oder? Diese Kreuzer der Hohen Republik waren schon was ganz Besonderes. Der NAV-Computer sollte auf der Brücke sein. Alter, wie das aussieht. Riesig. Da ist unser Schiff einfach ein Baby. Gab aber noch nichts zum Looten. Hier hoch. Nehmen wir überhaupt noch auf? Yes. Ja. Wir klettern. Runter. Rüber. Hier geht's durch. Wie läuft's? Naja, ein Hyperantrieb braucht nicht wirklich einen NAV-Computer, um zu funktionieren, oder? Wenn es dir nichts ausmacht, in einem schwarzen Loch zu enden, nein. Toll. Ich nehme an, zur Brücke ist es noch ein ganzes Stück. Hey, wenn es einfach wäre, wäre der Computer längst weg. Hey, wie komme ich hier weiter? Da. Was? Quadanium? Jawohl. Boah, die Fliegenmonster. Das Ding ist riesig. Wie soll ich rausfinden, wo die Brücke ist? Kriegen wir schon hin. Glaub an mich. Erstmal müssen die aber runter. Alter. Habe ich mich erschreckt. Oh, Wacker. Das Ding fällt total auseinander. Warum glaubst du, haben wir aufgehört, es auszuschlachten? Niemand dachte, dass sich das Risiko lohnt. Außer dir. Es ist ein kalkulierbares Risiko. Und ich kann gut rechnen. Will ich für dich shoppen, mein Lieber. Hier runter. So, es kommen keine Monster, Alter. Darauf habe ich gar keinen Bock. Oh, Quadanium 15 Stück. Aber gut. Jetzt wird lootmäßig das interessant. Jetzt werden wir uns mal richtig um. Damit wir nichts verpassen. Alter, galaktischer Credit plus 6. Wie hoch? Nochmal Quadanium, lass dir mit B von nichts dabei helfen, interaktive Elemente in der Nähe aufzuoffenbaren, okay? Oh. Ah. Oh. Nice. Danke. Nix bester Mann, Alter. Oder Frau. Dasselbe? Und zwei. Einfach alles sein. Transparistahl. Wow. War das der Schiffsreaktor? Okay. Ist da was? Hier. Geile Quest. Geil.
alle Questleiter. Runter. Direkt geradeaus oder hier durch? Ja, hier gibt es nichts. Und zack! Ist was? Quadranium. Ich glaube, wir müssen schnell springen. Rüber. Schön parkourmäßig unterwegs. Hier runter. Ja, das sieht gut aus. Hat mir irgendwas? Ach, wie es aussieht, ist der Weg zur Brücke versperrt. Hm, vielleicht, wenn wir den Reaktor anwerfen. Erstmal looten. Der galaktische Credit, okay. Wollen wir das anfangen? Urastahl, das hört schon mal besser an. Da ist nix. Da wollten wir auch hin. Danke. Wacker, ich muss das Schiff irgendwie mit Energie versorgen. Ich glaube, ich bin irgendwo am Reaktor. Hm, das ist wohl die beste Möglichkeit. Du musst ihn vermutlich schrittweise aktivieren, von unten nach oben. Wenn er überhaupt noch funktioniert. Immer schön schauen. Gibt es ganz viel Loot, Leute? Von unten nach oben aktivieren. Am Ende fliegen wir damit raus. Warte ab. So, einschalten. Das Ding hat einfach nur Energie. Na gut, das wärmt ihn schon mal vor. Mal drumherum schauen. Vielleicht gibt es hier was. Nö. Weiter hoch. Nummer zwei. Wenn wir Energie-Dinge haben, Alter. Mal sehen, ob wir den Rest des Schiffes hochfahren können. Wie komme ich hoch? Wie komme ich hoch? Ich glaube, wir müssen da hochklettern. Wo? Hier? Alter. Oh. Hände weg. War so klar. Muss es time. Jetzt. Komm, 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 komm. Sollten wir in den Kontrollraum gelangen. Ja, ich schüttel es einfach ab. Zack. Jawohl. Das sieht doch schon mal gut aus. Eine Sekunde. Das sieht gut aus. Wacker, ich glaube, ich bin gleich da.
Das ist toll. Ja. Geht's dir gut? Hä? Oh, ja. Ich repariere nur die Bahnbrecher. Beeil dich, ja? Okay, Daten übertragen. Ich arbeite jetzt den dritten Monat auf der Kaserne und ich kann es kaum glauben, dass ich hier bin. Wartungspersonal darf für gewöhnlich die Brücke nicht betreten, aber ich hatte die Gelegenheit, hier rauszukommen, weil ich eine Konsole austauschen musste. Die Aussicht ist atemberaubend. Mir wurde gesagt, dass wir vielleicht sogar einen Zwischenstopp auf der Starlight-Station einlegen. Nicht schlecht für einen kleinen Techniker von Pastoria. Ziemlich alt. Alter, sieht gefährlich aus. Sollen wir hoch? Alles mitnehmen. Truhe. Verbesserte Dura-Stahl. Rumpf, geil. Mal auf B drücken, gibt's hier noch was? Nö. Nur das hier. Daten übertragen. Es sieht schlecht aus. Wir wurden aus dem Nichts von einer Flotte Nihil-Schiffe angegriffen. Die Kastanien verlieren schnell an Treibstoff. Ich konnte in den Hyperraum springen, aber ich habe keine Ahnung, wohin wir fliegen. Alle Passagiere sind auf dem Weg zum Fluchtkapsel. Ich hoffe, nur das Schiff hält lang genug durch, dass sie es hinaus schaffen. Ah, irgendwie muss man doch den Lift rufen können. Ist es eine Truhe? Komm, ab geht's. Jawohl. Muss ich rüber? Ja. Oh. Also klar. Wohin jetzt? Ach so, wow. Oh mein Gott. Junge, Junge, Junge. Noch mehr Quadanium. Und Burastahl. Also es geht uns auf jeden Fall nicht mehr aus. Da ist es. Ich bin da. Hm? Oh ja, perfekt. Der NAV-Computer ist in der Konsole. Aha. Irgendwas stimmt mit Wacker nicht. Irgendwas stimmt mit Wacker nicht, Leute. Ja, alles mit. Wo wir irgendwas aktivieren, nehmen wir alles mit. Denn du weißt nie, was danach passiert. Siehst du was, Nix? Sind auch so viele Behälter und so. Wir werden angegriffen gleich. Also diese Explosivbehälter meine ich. Die Dinger hier. Da ist noch was. Alter Galaxy Credit 100. Da ist nichts mehr. Okay. Jetzt können wir. Alles klar, Autorisierung gewährt. Jetzt muss ich nur noch den NAV-Computer schnappen. War so klar. Was machen die hier? Die sind von Serik Besh. Wie haben die uns gefunden?
noch stärker, Alter. Wie der ausgehalten hat. Oh mein Gott, der stirbt nicht. Irgendwas stimmt nicht, Nix. Nehmen wir uns das Ding und verschwinden. Sofort. Das sieht aus wie ein Nuff-Computer. Alter. Sei nicht sauer, Kay. War so klar. Ich wusste, was sie braucht. Sie hat viel durchgemacht. Ich habe sie repariert. Du willst mich töten für ein Schiff? Nein. Für die Bahnbrecher. Sarek Besh wollte dich lebendig. Aber das ist mir zu riskant. Oh mein Gott, wer war das? Wer ist das? Sehe ich auch so. Bail, oder? Falls es ums Liros Schiff oder die Rebellen geht, das ist alles nur ein Missverständnis. Mir egal. Hörst du doch zumindest mal an. Oh shit. Okay, wir müssen laufen. Aber schnell. War so klar, ich hab's doch gesagt, irgendwas stimmt nicht. Oh. Hier hin? Hört mal, ihr habt die falsche. Oh mein Gott. Sarek Besh hat uns gefunden. Das ist nicht gut. Ich wusste, wir waren. Oh, na los doch. Wohin? Die lebt noch. Okay, lass uns mal kurz durchatmen. Genug. Ergib dich einfach. Wer ist das? Wer bist du? Lauf. Hä? Ich sagte, lauf. Wer ist das? Wir müssen hier raus, Nix. Lauf weiter. Die springen irgendwo hin, falls das Schiff überhaupt da ist. Oh, so kann es nicht weitergehen. Von jetzt an gibt es nur noch dich und mich, Nix. So wie es sein sollte. Geil. Ist ja halt gar nichts, ne? Okay. Das sieht aus wie Ausgang. Schnell weg. Viel, viel zu wieder. Ich glaube, von hier können wir zurück, oder? Schnellreise, ab geht's. Hast du das gehört? Nix? Oh, wie ist das? Kay Vass. Endlich treffen wir uns. Wer bist du? Wer bist du? Es war schwer, dich zu retten. Ich möchte dich nicht töten. Hast du einen Namen? Jaylen Vrax. Und du bist ins Liros Anwesen gelangt? Ohne die hier? Woher hast du die? Das ist mein Job. Geheimnisse, Kontakte, Kredits. Bei mir läuft alles zusammen. Dank Farrek. Das ist wirklich Sliros Anwesen, oder? Mhm. Darin enthalten sind die Pläne eines Tresorraums voll mit 157 Oha. Millionen Kredits in unmarkierten Beskar-Barren. Und ich bring dich da rein. Aha. Hast du einen Druidenschmied, der den Torwächter lahmlegt? Genug Sprengstoff, um das Chromium-Zeitschloss zu sprengen? Und noch dazu, hat Sliro nach deinem letzten Besuch alles gesichert. Du brauchst zwei Hacker, um reinzukommen. Reinkommen. Rauskommen ist schwer. Ohne Nix Hilfe wäre ich jetzt tot. Du brauchst einen Vollstrecker.
Man braucht eine ganze Crew. Das stimmt. Und die halbe Beute kannst du aufteilen, wie du willst. Dieser Plan ist lebensmüde. Na, du bist doch schon längst tot, Kay. Sliro leitet das berüchtigste Syndikat, das ich kenne, und er will deinen Kopf. Du willst leben? Wehr dich. Raub ihm sein Geld und kauf dich frei. Einfach so. Es gibt einen Grund, weshalb man sich nicht gegen jemanden wie Sliro wehrt. Überleben. Ganz genau. Ich für meinen Teil kämpfe nicht länger um die Brotkrumen von reichen, überheblichen Tyrannen wie Sliro. Das ist unsere Chance. Wir werden ihn erledigen. Gemeinsam. Du magst den Kerl echt nicht. Ich versuche nur, das Blatt zu unseren Gunsten zu wenden, Kay. Was sagst du? Bin dabei. Jawohl. ND5 hat die Liste. Finde die Crew. Heuer sie an. Oh, und fall mir nicht in den Rücken. ND ist programmiert, um das zu verhindern. Du machst das schon. Du glaubst das? Ich glaube, wenn du den Plan befolgst, wird niemand verletzt. So geil, Alter. Ich will auch so einen Druiden haben. Klasse. Gut. Leute. Mission abgeschossen. Das Wrack. Wir haben ein neues Crewmitglied ND5. Und, was ist denn das? Was ist das? Wer ist gerade sauber gemacht? Naja. Gut, ja. Wir sind durch. Im nächsten Video geht's weiter. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.